Ich mache jetzt nochmal die Wim Hof-Methode, aber anders als gestern mache ich es diesmal ein bisschen schneller, weil gestern war mehr so eine Einführungsrunde und heute möchte ich es richtig konzentriert machen. Ich erinnere mich an ein paar Male, wo ich wirklich stark übertrieben habe, also wo ich mir wirklich Mühe gegeben habe, das richtig schnell gemacht habe und wo ich dann einfach die Symptome, die ich in dem Video gestern schon beschrieben habe, noch viel härter gespürt habe. Das heißt, ich habe so. Also mein ganzer Körper hat sich wie so ein Elektromagnet angefühlt. Es hat sich eigentlich so angefühlt, als würde mein ganzer Körper vibrieren. Richtig stark. Also so ein Gefühl, was ich sonst einfach nicht kannte. Mal gucken, ob ich es so weit schaffe, dass ich jetzt da wieder hinkomme, obwohl ich es so lange nicht gemacht habe. Was ich gestern nicht erzählt hatte, was ich aber gestern auch gemacht habe, ich habe gestern und heute habe ich kalt geduscht. Das ist ja Teil von dieser Wim Hof-Methode. Also Wim Hof Atmen ist ja nur ein Teil. Das andere, was dazugehört, ist wirklich kalt duschen oder wer hart ist, ein Eisbad nehmen oder wer noch härter ist, in Unterhose auf den Berg klettern. Also wenigstens, ich habe kalt geduscht. Action, Boom, Action. Action, Mann. Okay, Action, Mann, Runde 2.
Na gut. Dritte Runde. Action, Action. Eine Minute 30. Uff. Mir ist ein bisschen kalt geworden, deswegen habe ich mich zugedeckt. Diesmal war nicht so lange. Komisch, bis jetzt spüre ich nichts anderes als gestern. Ich hatte schon den Eindruck, dass ich mir mehr Mühe gegeben habe. Aber es ist wahrscheinlich eine Sache des Trainings. Bisschen enttäuschend. Na gut. Ich mache jetzt noch eine letzte Runde, Runde 4. Mal gucken, ob ich jetzt schaffe, mich ein bisschen zu steigern. Das Komische ist, ich habe in der letzten Runde so gespürt, wie sich hier so, weiß nicht, so ein Schleim bemerkbar macht. Also, dass er sich irgendwie entweder verstopft oder entstopft. Weiß es nicht genau. Aber hat sich irgendwie so angefühlt, als könnte ich nicht volle Pulle geben, als könnte ich mir nicht komplett Mühe geben, ohne dass ich hier so eine Art Schmerz im Hals habe. Komisch. Egal, ich versuche nochmal. Action. Komisch. Oh, jetzt ist meine Stimme ganz dumpf.
wo ich das Gefühl habe, ich habe mir mehr Mühe gegeben als gestern, habe ich nicht einen stärkeren Effekt bekommen. Fühlt sich gerade ganz, ganz dumpf und klingelig auf den Ohren an. Ich glaube, ich habe wieder meinen alten Fehler gemacht, der mir auch, als ich das ein paar Mal gemacht habe, begegnet ist. Ich habe zu kräftig eingeatmet, also so zu dem Punkt, dass es ein bisschen zu verkrampft war, also zu angespannt. Ich glaube, es ist schon wichtig, lockerer zu bleiben. Wenn es mir nochmal gelingt, das ein bisschen härter zu machen, wenn ich im Training bin, dann mache ich mal noch ein Video. Aber jetzt, wo ich immer noch auf dem Anfängerlevel bin, hat es keinen Sinn. Das ist kein stärkerer Effekt. Das hatte nicht den Effekt, den ich mir erhofft hatte. Enttäuschend. Da kann ich nichts machen. Ich mache das mal nochmal, wenn ich es ein paar Mal gemacht habe.